So Leute, willkommen zurück zu EU4 LP Schweden und ich habe gerade einen guten Kolonialeroberungskriegsund bekommen und ja, wir haben einen neuen Rivalen, nämlich Polen. Wahnsinn. Ja. Wir machen hier weiter. Ich muss selber mal schauen, Brandenburg, Vorpommern wollen wir natürlich ein bisschen auf Laune halten. Das bedeutet, dass ich Beziehung mit denen hochhalten muss. Wenn da gerade 15 fehlen, dann haue ich mir die 15 direkt wieder rein. Denn ich habe noch den nächsten, noch einen zweiten Krieg gegen Polen vor. Vielleicht sogar noch einen dritten. Je nachdem, wie es läuft. Wobei, wie jetzt das mal gerade aus mit der Ausdehnung von mir? Hat, glaube ich, so kaum jemand interessiert, dass ich mir das geholt habe, so wie es aussah, ne? Außer der Osten, aber der Osten ist mir scheißegal. Nun gut, ja. Jetzt brauche ich für Litauen noch ein Gebiet. Auf jeden Fall. Jedenfalls brauche ich zwei Gebiete von Litauen. Von Polen habe ich dann, glaube ich, alle Gebiete. Ja, haben wir natürlich alles. Wunderbärchen. Dann ist die Frage Nummer A. Wie lange habe ich eine Waffe rum mit dir? Bis 52, noch ganze 9 perfekte Jahre. Das ist zum Kotzen. Warum marschiert der Brandenburger durch mich hinten durch? Mit wem bist du im Krieg, mein Freund? Mit den Muselmännern. Und marschierst dann durch mich durch. Um Russland. Hä? What are you doing there? Ich habe gar keine Ahnung und ich könnte auch nie herausfinden, was da wirklich los ist. Nun gut, der Franzos. Was macht der denn eigentlich? Irgendwie nicht so nichts Produktives irgendwie. Mir wird Österreich gut auf den Sack bekommen und ich glaube kaum, dass Österreich irgendwann in der Lage sein wird, sich davon zu erholen. Es sind ja nur noch 6 Kurfürsten, weil es irgendwie nur 6 katholische Staaten gibt. Ganz Österreich zum Protestanten, ja. Die mögen zwar den Krieg gewonnen haben gegen die Protestanten, aber irgendwie, ja, rächt sich der Protestantismus in eigener Sache daran. Ja. Schön kann das Leben manchmal sein. So, was machen wir jetzt eigentlich? Das ist eine exzellente Frage. Mal kurz gucken. Wie sieht es eigentlich mit meiner Manpower so aus? Ich kann 4 neue Truppen ausheben, cool. Und ich kann noch 17 Kanonen, dann bauen wir nicht mehr welche, würde ich mal sagen, ne? Basteln wir uns nochmal 4 neue Kanonen, um meine Armee ein bisschen hochzuhauen. Kolonie. Ach, das war der Witz hier mit den kunstigen Aufständischen hier. Solange es aber nur adlige Rebellen sind, ist mir das scheißegal. Wollte ich nicht hier... Oder mache ich das gerade? Ach, mache ich gerade. Okay. Alles klar. So. Ich muss mal kurz mal nachdenken, ne? Der Muselmann ist jetzt vielleicht im Krieg mit den Russen. Ah, deswegen marschiert der Brandenburger über Russland. Dann ergibt es sogar Sinn. Auch wenn nur ein bisschen, aber es ergibt Sinn. Tja, was machen wir? Wir warten, bis der Friedensvertrag mit Polen vorbei ist. Dann haben wir Polen, machen wir die Fresse. Oder knüppeln wir immer mal Russland? Ja, Russland ist so eine Sache, vor allem wenn Brandenburg mit dem Bündnis ist. Wenn Brandenburg mit mir mitmachen würde, würde ich auch Krieg machen gegen die Russen. Ja, komm mal, rein damit. Jetzt haben wir plus 50% Truppenlimit. Das heißt, ich kann jetzt endlich mal richtige Armeen hochhauen. Das ist richtig genial. Und jetzt muss ich mal kurz nachgucken. Ich kann jetzt aber bestimmt noch ein paar neue Politiken einführen. Was zum... Ah. Geld. So. Was könnte man denn da nehmen am dümmsten? Ich meine, Truppenlimit nochmal 33% hoch ist nett und so, aber wie viel haben wir jetzt eigentlich? 88 kann ich hochhauen, okay. Ja, den haben wir besiegt. Hier kann ich 17.000 Kanonen, habe ich gesagt. Das heißt noch 3.000 und 2.000 Infanterie. Machen wir so. 1, 2, 3. 1, 2 ist nicht schnell fertig. So, dann wäre die Armee schon mal voll. Fürs Erste. Boah, ich könnte noch knapp 50 Schiffe hochhauen. Wo setze ich die alle hin? Habe ich eigentlich Handelsideen gemacht? Nö, ne? Nee, habe ich nicht. Nee, habe ich wirklich nicht. Aber sonst kommen sowieso die Innovationsideen. Oh nein, ein Aufstand in Kulm. Guck mal, ob das schon reicht. Schiffsbedarf braucht man nicht zu besteuern. Schiffsbedarf ist zu allgegenwärtig überall.
Da braucht man nicht zwingend was von zu besteuern. So, die Aufständischen schlagen wir erstmal. Fällt mir gerade auf. Wie sieht's eigentlich mit dem. Ja, wollte gerade sagen. Provinz ein bisschen auch noch hochgehauen werden. Da war ja Polen auch ein bisschen schluderig. Schluderig? Ist das ein. Ja, natürlich ist es ein Wort. Meine Fresse. Ach, mit der Gallen Horde sind sie auch noch im Krieg. Und mit den Hämorrhoiden. Ja, ach, guck an. Die Hämorrhoiden. Irgendwie sind die Hämorrhoiden mit die komischsten überhaupt. Also. Ich weiß da nicht. Die Hämorrhoiden. Ui! Na, sowas aber auch. Haben die Eingeborenen als akzeptiert, dass ich daher bin? Das ist ja nett. Wo war ich auch wieder am Basteln bei meinen Provinzen? Ich meine, ich habe ziemlich viel. Ah, okay. Ich weiß, wo ich dran war. Das haben wir. Da haben wir ja nichts. Da haben wir wenig. Da haben wir sowieso nichts. Und da habe ich gar nichts. Super. Total rückständig. Wird mir als Brandenburg im nächsten LP hoffentlich nicht passieren. Ich sag ganz vorsichtig, hoffentlich. Hat seine gewissen Gründe. Es ist Iron Man-Modus dann. Und ja, Iron Man ist immer scheiße. So, 17-17 haben wir. Das ist gut. Im Blick haben wir nämlich dann genau die passende. Grüppchen. So, das ist also unsere erste Armee. Das bedeutet, wenn das 39.000 sind, kann ich noch maximal 18.000 mit dazuhauen. Das können wir wunderbar stemmen. Problem dabei ist. Obwohl, ist gar nicht Problem. Ich bin mit Brandenburg. Lass mich ja eh durch, ne? Nee, aber ich kann den Durchmarsch fordern. So. Jetzt kann ich einfach durchmarschieren. Das brauche ich auf 4.000. Da möchte ich aber gerne noch eine Reiterreihe ausbilden. Die mache ich aber vor Ort. Auch wenn es mehr kostet, ich weiß, aber komm, die eine Reiterei mache ich vor Ort. So, habe ich 14.000 und ich wollte 17.000 haben, das heißt nochmal 3.000 mehr. Bevor ich das mache, erst einmal kolonialtechnisch ein bisschen höher hauen, denn wir haben jetzt eine weiter Kernprovinz bekommen. Für Schwedisch-Kanada. So, 3.000 haben wir gesagt, ne? 3.000 haben wir hier mal hin. Na, lass mich. 2 und 3. Dann sind wir bei 3.000, ist das 14. Nee, 14.000? Doch, 14.000. Wahnsinn. Wollen wir mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10. Hallo, 10. 11 und... Nein, du nicht. 12, 13... 14. So, haben wir jetzt über die ganzen Kanonen hergestellt. Die schicken wir alle nach da drüben. Dann haben wir die zweite Armee auch voll. Das wird sich ein bisschen erkenntlich zeigen auf meinen Umsatz, aber da pupse ich mal drauf. Und müssen dann vor allem mal gucken, wie es dann weiterlaufen soll. So, ihr könnt schon mal rüber marschieren. Ihr seid ja nur die blöden Infanteristen. Ja... Vielleicht noch irgendwelche Politik einführen. Nutzer Soldatmodifikator und Landkommando. Ja, wäre interessant, sag ich mal so. Nochmal plus 33% Problem wäre auch interessant. Wenn man so ehrlich ist, ne? Habe ich einen Nachfolger? Ja, habe ich. Der Christian. Hat eine ziemlich gute Admin-Macht. Ja. Ich meine, nochmal plus 33% habe ich ja noch mehr. Buchschneide fertig. Ja, dann mal ab mit euch. Hä? Nö. Ihr geht da schön brav zu Fuß rüber. Wollen die auch noch Flottenstationierung machen? Warum willst du Flottenstationierung machen, du? Oh. Hier, wenn es kürzer wäre. Ist mir scheißegal. Du gehst jetzt so hin, wie ich es dir sage. Ist unglaublich, ne? Jetzt marschiert er nicht, weil er meint, über Wasser wäre schneller. Pass auf, dann schicke ich euch mal kurz woanders hin, damit es dann von da an irgendwie doch schneller ist. Was für eine dämliche KI teilweise. Was mit dir? Verweigerst du auch einfach die Übersetzung? So. Mein Gott. Der Artilleriezug durch Brandenburg, ey. So, dann haben wir schon mal zwei ganze Armeen voll. Und wenn ich drauf gucke, ich könnte natürlich noch 8.000 ausheben.
Und plus 33 von dem, was ich jetzt habe. Man, damit komme ich aber nicht auf 39.000 Mann. Nee, da komme ich nicht so hoch. Muss ich mir überlegen, was wären jetzt 33% Prozent von 90? Ein Drittel von 90, was ist ein Handy? Mach nicht so eine Scheiße, ich will meine Uhr sehen. Ich brauche ein neues Handy. Irgendwann hole ich mir ein neues Handy. So, soll ich gerade sagen, 30% von, also ein Drittel von 90 wären 30, genau. Wären 30 und 8 fehlen mir noch. Könnte noch für noch einmal gerade so reichen, wenn man ehrlich ist. Oh, Österreich Patrioten, die sollte ich vernichten. A, weil Brandenburg sowieso gerade beschäftigt ist mit anderweitig. Und B, weil ich mich dann wieder ein bisschen gut mit dem stellen kann. Also ja, was ist gut mit dem stellen? So viel wie, ne, ihr wisst schon. Macht auch Beziehungen gut und so. Abgesehen davon habe ich keinen Bock, dass Österreich wieder mächtiger wird. Also weg mit dem Scheiß. Aber doch, es könnte in die Theorie reinhauen. Letztens knapp nicht reinhauen, so drei Armeen zu haben, ist genial. Kostet natürlich auch viel, ne? Stimmt. Kostet viel. Wie viel kostet momentan meine gesamte Armee gerade? 30. Das heißt, wenn ich nochmal mehr drauf haue, dann heißt das so viel wie wir haben. Okay, 28 kostet es eigentlich. Erstmal 30 sein. Das heißt, nochmal 15 höher. Könnte ich nicht stemmen. Na gut, dann lassen wir das mal. Was habe ich denn bisher für Ideen? Sind das beide militärische? Ne, ist nur ein militärischer. Das andere ist Admin, okay. Das heißt, wir könnten ja den ja auch machen. Ich lasse ihn mal, weil ich kann ja nur 5 Politiken einführen. Vielleicht ist ja die nächste Politik, die ich dann habe, noch so viel besser, dass ich die unbedingt haben will. Weiß man ja nicht. Ach, nun gut. Also, was machen wir? Exzellente Frage. Hier sind noch die ganzen Rebellen am Umgang, aber ist mir eigentlich scheißegal. Die Briten halten Anspruch auf Orkney, ja. Sollen sie ruhig, die kommen da eh nicht hin. So, wo waren wir genau hier? Damit ich schneller Manpower bekomme. Mach mal. Wir hätten den Krieg angefangen, muss ja Russland gewesen sein. Der russische Kreuzzug gegen die Hämorrhoiden, okay. Ach, guck mal, Brandenburg macht hier im Süden alles kaputt, na super. Far, far away from home, oder was? Ah, jetzt sehe ich eigentlich den Pissstaat, aber der ist ja Vasall von Auchi. Interessant, dass Auchi irgendwie gar nicht daran denkt, sich Japan nennen zu wollen. Nö, wir bleiben lieber unserem Pupsstaat und ja, besetzen trotzdem die gesamte japanische Insel. Who cares? Ich könnte jetzt eine absolute Monarchie werden. Das ist natürlich sehr interessant, eine absolute Monarchie. Bringt mir auf jeden Fall mehr Vorteile als die blöde Feudalmonarchie, weil die bringt mir momentan, was bringt mir eigentlich für Vorteile? Gut. Modifikator nationaler Soldaten sind plus 10%, ist nett. Einnahmen durch Vasallen plus 25%, bringt mir nicht so viel, weil ich habe momentan nur zwei Vasallen und die geben mir so schon wenig Geld. Was können wir nehmen? Wir könnten eine administrative Monarchie nehmen, ist ja vielleicht interessant, mit Produktionseffizienz und nationaler Steuermodifikator. Aber die absolute Monarchie ist auch fein, weil weniger Unruhe, mehr Disziplin, also bessere Armee. Und dann nochmal schnellere Autonomieverdrängung. Und das ist allgemein gut, wenn man viel erobert. Später kommen wir an die konstituelle Monarchie. Die ist auch ganz cool. Aber der aufgeklärte Despotismus ist immer am genialsten, wie ich finde. Vor allem, weil er akzeptiertes Kulturlimit hat. Aber ich glaube, ich gehe in Richtung absolute Monarchie. War halt damals gang und gäbe. Da bin ich jetzt mal knallhart ganz ehrlich. Also, das war Punkt. Reinster Standard damals. Dann könnten wir ja rein theoretisch den ja reinsetzen, um den Verlust durch den Soldatenmodifikator wieder auszugleichen. Ja, können wir machen. Schauen wir mal. Hat der Brandenburg echt drei Armeen? Ist auch krank, da muss mindestens ein Söldner her dabei sein. Achso, ist ein Russen. Das ist ein Russen, okay. Ich wollte gerade sagen, wieder drei Armeen. Hätte er hier durch doof geguckt. Nee, hat nur zwei. Nun gut, ja. Was machen wir eigentlich?
Ich möchte aber nicht die Ostsee kontrollieren, aber es geht halt erst, wenn Polen den Pups weg hat. Ich könnte versuchen, mal einen Krieg gegen die Briten zu machen. Wäre ich aber auch einen Krieg gegen die Russen. Und naja, da würde auch Brandenburg mitmachen und dann wäre eh. Wobei, nee, würde Brandenburg nicht mitmachen. Aber könnte ich so vielleicht die Russen isolieren? Ich meine, das Problem ist ja, weil Brandenburg ja auch im Bündnis mit den Russen sind, dass, wenn ich Russland angreifen sollte, Brandenburg nicht an meiner Seite wäre, sondern an Russlands Seite. Aber was wäre, wenn ich die Briten angreifen würde, als Angriffskrieg, der Brandenburger mitmacht, weil, ja, er will mir ja helfen, aber dann der Russe den Call to Arms von den Briten bekommt, dann müsste ja Brandenburg auf meiner Seite gegen den Russen haben. Also von der reinen Theorie her zumindest. Klingt das irgendwie logisch? Macht das irgendwie Sinn? Ich bin mir da sehr unsicher. Und ich bin echt verblüfft darüber, wie viel Armeetradition ich gerade reingeknallt bekomme. Vielleicht gebe ich ja sogar meinen General aus für. Der ist sogar ganz nett. Den kann man sogar echt gebrauchen. Zwei Sterne Generäle, mehr kriegst du eh nicht im Spiel. Frag nicht, du bekommst einfach nicht mehr. So, wenn wir jetzt auf den Stand der Dinge, das heißt, wo habe ich gerade Überschuss an Power? Ja, eigentlich an gar keiner. Okay. Dann sparen wir. Wobei, ich könnte ein bisschen Admin-Tech ausgeben. Bis wir da auf dem nächsten Level sind, dauert es eh noch eine Weile. Dann geben wir ein bisschen Admin-Power aus, um mal hier so ein bisschen mehr Knete rauszupressen aus meinen Gebieten. Ich darf nicht vergessen, gleich mal in die Nachrichten zu schauen, was aus Griechenland geworden ist. Da waren ja noch ein paar lustige Sachen da gewesen mit hier Grexit oder wie man das komisch so nennt. Ne, der griechische Ausstieg aus der EU und so. Nicht aus der EU, aus dem. Ja, doch, aus der EU kam sogar. Bin ich wirklich gespannt, was daraus geworden ist. Die wollten sich ja gestern treffen zu so einer Scheißversammlung. Da habe ich mir sagen lassen, dass da sogar teilweise Einigung erzielt wurde. Und da bin ich manchmal gespannt, was für Einigung erzielt wurden. Also, ich meine, ich kenne ja die schöne deutsche Politik. Also, ja, die Scheiße kenne ich. Und so wie es der lustige Typ namens Schäuble sagte, von wegen, ja, mit uns gibt es sowas nicht, kann ich schon fast 100% darauf wetten, dass er am Ende sogar eingelenkt ist. Also wieder einknicken. Kennt man ja nicht anders von unserer Politik. Ich bin mal gespannt, was daraus geworden ist. Schau ich mir gleich mal an. Das ist auf jeden Fall nur so off-topic. So, was wollte ich jetzt eigentlich nochmal machen? Gute Frage. Ich wollte warten, bis der Waffenschild mit Polen weg ist. Wann war er nochmal? 54? 52 sogar, okay. Also früher als gedacht. Wie gesagt, über Krieg mit Großbritannien kann ich die Russen kalt machen, zusammen mit Brandenburg. Sollte gehen. Mal kurz gucken, klappt das? Ah, ich habe gerade keinen Ah, da ist der Diplomat frei, sehr gut. Mal kurz gucken, ob das funktioniert. Müsste theoretisch. Brandenburg sagt nein. Weil sie einen Waffenschein mit Großbritannien haben. Ansonsten wären die 1000 weg. Wenn er akzeptiert, wird Brandenburg destabilisiert. Ja gut, wegen der Waffenruhe. Oh, das nehme ich gerne. Das ist 70 weniger, nochmal 100 weniger. Du bist verschuldet. Ja, ansonsten würde ich aber mitmachen. Lol, Frankreich, bist du. Hä? Du bist ein Bündnis? Ach, du bist Verteidiger des Glaubens. Ah, okay. Aber du würdest darauf verzichten. Das ist ja interessant. Habe ich noch nie gehabt, dass jemand einen Angriffskrieg mitmacht, der eigentlich aber auch als Verteidiger da sein kann. Habe ich noch nie gehabt, liegt wohl auch daran, weil du Großbritannien richtig hassen musst. Ah, okay. Das ist very interesting, ja. Ich bin nur grübeln, weil ich mir Oldenburg einkassieren soll, aber. Nicht vor Novgorod. Novgorod, ja, ich möchte immer noch die ganzen Gebiete hin zurückgeben. Zumindest versuche ich es noch. So, mal gucken, wann Brandenburg hier seinen Krieg beendet hat. Und dann knüppel ich, glaube ich, erstmal wieder gegen Polen, bevor ich mich diesen Abenteuer zuwidme, den ich da im Kopf habe. Erstmal zur Marienburg und da die Aufständischen ein bisschen beschwichtigen. Beschwichtigen, das klingt auch cool. Ja, neue Militech. Das heißt, neue Kanonen. Heißt aber auch direkt, dass ich 2000 pro Jahr ausbilden kann. Und weißt du was, das machen wir jetzt auch direkt.
Obwohl Po, habe ich ja gesagt. Stimmt ja. Entschuldigung, ich wollte Po machen. So, das bedeutet, wir hauen 8000 neue Männer rein. Das haut gut hin, alles klar. Tut unsere Armee noch ein bisschen höher. Also verstärken nochmal. Jetzt, wo ich immer große Frontbreite habe, können wir das auch locker machen. Sind wir auf Militärtech 20? Wie groß ist, wie gut ist eigentlich meine Armee? Die zweitbeste Armee haben wir. Ich würde sogar ganz spontan sagen, Brandenburg wird die beste Armee haben. Also noch vor mir. Dass das möglich ist, finde ich auch interessant. Aber, wow. Wir sehen uns erst im nächsten Part wieder. Bis dann.